Auch ein Thema, zu dem die Kandidaten und Kandidatinnen gefragt sind vor der Wahl im September. Was tun Sie für bezahlbaren Wohnraum? Die Miete frisst ja bei vielen Leuten einen großen Teil des Einkommens auf. Und so zieht es viele dorthin, wo es eben günstiger ist. Ein Beispiel, Pforzheim in Baden-Württemberg. Die Stadt lockt nicht gerade mit strahlender Schönheit, mit Altstadtcharme. Hier locken neue bezahlbare Wohnungen und freie Grundstücke. Und von hier aus lässt es sich dann gut zur Arbeit pendeln. Und genau das wird zum Problem für die Stadt zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Jenny Rieger war mittendrin am Nordrand des Schwarzwaldes. Das ist Pforzheim, wie es viele kennen. Eine Ausfahrt an der A8, fast mittig zwischen Stuttgart und Karlsruhe gelegen. Tausende fahren hier täglich vorbei und Tausende fahren von hier morgens ab. Verkehrstechnisch attraktiv, so könnte man Pforzheim nennen. Und genau das ist der Grund für diese Baustelle. Fast 400 Wohnungen entstehen in der 126.000 Einwohnerstadt momentan pro Jahr. Denn neuer Wohnraum ist heiß begehrt und vor allem günstiger Wohnraum. Es ist auf jeden Fall günstiger, hier zu wohnen und auch Häuser zu kaufen. Allerdings müssen wir auch dazu sagen oder wissen, dass auch in Pforzheim die Preise in den letzten Jahren angezogen sind. Sowohl was der Erwerb von Grundstücken angeht, Eigenheime, aber auch bei den Mieten. Aber gegenüber den Preisen in Stuttgart und Karlsruhe, da sind wir natürlich immer noch drunter, auf jeden Fall. Und das macht einiges wett. Denn Pforzheims Charme ist spröde. Im Zweiten Weltkrieg fast dem Erdboden gleichgemacht, dominieren noch heute Nachkriegsbauten das Stadtbild. Schnell hochgezogen, funktional. Heute wird in der Innenstadt viel saniert und nachverdichtet, wo es geht. Und wo das nicht mehr geht, werden neue Flächen erschlossen, so wie hier. Tiergarten nennt sich diese Neubausiedlung am Rande Pforzheims. Vor 10 Jahren waren Sabine Hofmann und ihr Mann unter den Ersten, die hier gebaut haben, obwohl sie beide nicht in Pforzheim arbeiten. Warum also hier? Für die Preise, die man in Stuttgart bezahlen muss, kriegt man hier in Pforzheim einfach ein bisschen mehr Umfeld. Mehr Umfeld und nur 2 Kilometer bis zur Autobahn. Das ist ihnen wichtig, denn sie und ihr Mann pendeln. Ebenso wie ihr Nachbar und viele andere hier. Daimler, Porsche, Bosch, mit den großen Arbeitgebern der Region kann Pforzheim kaum konkurrieren. Pforzheim hat auch nicht die große Anzahl an hochqualifizierten Arbeitsplätzen wie jetzt in Großräumen Karlsruhe und Stuttgart. Das muss man einfach so auch zur Kenntnis nehmen. Und deswegen sind hier viele auch zentral zwischen den 2 Großräumen dann angesiedelt, die einfach pendeln müssen. Genau das würde Markus Epple gerne ändern. Nur wie? Diese Frage treibt den Wirtschaftsförderer um und an den Rand der Stadt zu einem Maisfeld. Denn das ist das letzte verfügbare Gewerbegrundstück, erschlossenes Gewerbegrundstück der Stadt Pforzheim. Dann war's das. Heißt, ist dieses Grundstück bebaut, gibt es erst einmal keine weiteren Gewerbeflächen und somit auch wenig Raum für neue Arbeitsplätze. Dabei wären die dringend nötig. Bei 7% liegt die Arbeitslosenquote in Pforzheim, ein hoher Wert für Baden-Württemberg. Vielleicht, weil die Stadt nicht nur hochqualifizierte Pendler anzieht, sondern auch andere, die einfach günstig wohnen wollen. Fakt ist, Pforzheim wächst und das bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Wir haben das Problem in Pforzheim, dass wir im Prinzip das Auffangbecken für die Karlsruhe und die Stuttgarter sind und wir die wirklichen Bedürfnisse unserer eigenen Wohnbevölkerung, die sich erweitern wollen, vergrößern wollen, gar nicht mehr befriedigen können. Denn neue Einwohner brauchen auch eine Infrastruktur, brauchen nicht nur Wohnraum, sondern auch Straßen, Geschäfte oder Kitas. Viel zu stemmen für eine kleine Großstadt wie Pforzheim. Und doch werden die Hofmanns bald neue Nachbarn bekommen. Ab dem kommenden Jahr entsteht Tiergarten 2. Eine neue Siedlung direkt nebenan. Heißt mehr Wohnraum, aber sicherlich auch wieder mehr Pendler. Was das mit einer Stadt wie Pforzheim macht? Alle Wege, ob sie raus wollen oder rein wollen nach Pforzheim, es ist voll. Ich bin selber gar nicht so oft in Pforzheim drin. Ich gucke, dass ich so schnell wie möglich auf der Autobahn bin. Denn die führt in die Ballungszentren, dorthin, wo es zwar kaum noch erschwinglichen Wohnraum gibt, aber Arbeitsplätze. Wohnen und arbeiten, beides an einem Ort, immer mehr ein Privileg.